Hallo, ich bin Parallelo vom Planeten. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Wobbly Life. Leute, in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben uns endlich das Jetpack geholt und damit ein weiteres Puzzlestück von unserem kleinen Projekt weitergeführt. Und zwar jedes Auto oder Fortbewegungsmittel im Spiel. Das wollen wir haben, das ist unser Ziel. Und ich werde jetzt zumindest mal... spielen wir heute mit Jetpack? Eigentlich müssten wir es schon so ein bisschen benutzen. Ich möchte aber trotzdem einmal meinen Kopf ändern. Weil ich fühle mich nicht so wohl als Alien-Kopf. Blub. Ja, so ist cool. Perfekt. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass wir uns eine richtig krasse Luxusjacht holen können. Dazu müssen wir allerdings erstmal... womit fahren wir? Womit sind wir lange nicht mehr gefahren? Ah, ich möchte das Hoverboard. Ich muss sagen, das passt auch ganz gut. Kann ich hier vielleicht auch trotzdem? Nee, schade. Ich dachte, man könnte es trotzdem aktivieren. Also, wir müssen ein bisschen hier auf schifffahrtsmäßig unterwegs sein. Denn diese Luxusjacht bekommt man nur, wenn man alle Fische im Spiel fängt. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich habe schon wieder gehört, dass das eine ziemlich krasse Aufgabe sein soll. Weil alle Fische... Oh, oh, ah, alles easy. Perfekt. Hallo. Ich hätte ganz gern einmal hier alle Fische. Oh, ja, wir müssen hier vorne hin. Oh, ja. Das war sogar die richtige Wahl. Guck mal, hier können wir perfekt durchfahren. So, oh, können wir hier Fische kaufen? Ah, ja. Ah, Prop Shop. Ah, ja, okay. Die können wir für einen Zehner kaufen. Ein Pufferfisch, eine Krabbe. Okay. Aber wir wollen jetzt ja richtig auf See fahren. Guten Tag, Herr Fischer. Whoop. Können wir jetzt hier einfach mit dem Boot losfahren? Oh, warte, aber das ist das dicke Boot. Das, oh, da kann man auch... Oh, davor hätte ich ein bisschen Angst. Da kann man nach unten gucken. So. Matrose Paletto fährt die... Oh, warten Sie. Warte, warte, warte. Vielleicht muss man die bei der Person abgeben. Ey, das ist cool mit dem Fliegen. Whoop. Hallo. Bring any fish you catch here. Ah, guck mal, hier kriegen wir so... Oh, das ist... Ey, das ist ja wirklich perfekt. Wir können einerseits neue Fische entdecken und kriegen dann aber auch für die alten sogar noch ein bisschen Geld. Gibt's denn hier so Fisch? Also, gibt's irgendwas, wo man hinfahren muss für den Fisch? Oder kann ich jetzt hier nach vorne und alles ist geilo? Ich probiere es einfach mal aus. Hier sieht's doch aus, als... Oh, oder müssen wir hier ein bisschen weiter rausfahren? Ja, es könnte sein, dass man... Oh, das hasse ich. Weil jetzt kann man den Boden gar nicht mehr sehen. Da könnte jetzt so ein riesiger... Boah. So. Line los. Paletto macht jetzt hier... Ah ja, ich muss gedrückt halten. Okay. Und jetzt warten wir. Oh, warte. Jetzt. Ich hab was. Warte, was muss ich machen? Ich muss drücken? Nee. Oh. Nochmal. Aber ich habe mir... Vielleicht muss ich ein bisschen nach links und rechts. Nee, das ist... Ah, warte. Ah, guck mal. Ich kann hier nach... Ah, guck mal. Ich muss hier nach rechts drücken. Ich muss ihn rüber... Ach, jetzt regnet es auch noch. Wieder nach links. Wieder nach links. Nee, links bringt nichts. Jetzt ziehe ich ihn wieder zurück. Wieder nach links. Oh. Sag mal, ich komme doch aus dem Norden. Ich muss doch... Oh, Alter. Der Blitz ist gerade hier ganz lecker eingeschlagen. Okay. Einmal wieder zurück. So, warte. Wenn er, genau, ich muss, glaube ich, immer in die gegengesetzte Richtung. Also, wir haben jetzt hier... Mann! Wir haben noch nicht mal einen Fisch. Okay. Alles gut. Ja, guck mal hier. Ja, wir haben... Was? Wie, was ist das denn? Okay, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Jetzt. Ach. Oh ja, vielleicht einfach immer nach links. Oh. Ich mache hier immer nach links und nach rechts. Ich lasse ihn nicht gehen. Und ich ziehe ihn ran. Mann, was ist das denn? Warum finde ich denn immer nur das? Liegt das daran, dass ich hier auf dem offenen Meer bin? Findet man auf dem offenen Meer nichts? Also wenn ich jetzt nochmal sowas finde, dann fahre ich jetzt hier weg. Erst. Ich zieh ihn. Also dieses wie wild links und rechts wobbeln, das ist schon gut. Also ziehe ich den... Oh, guck mal hier. Ich mache ihn müde. Ich mache ihn müde. Komm her, Fischi. So, jetzt habe ich dich. Ey, wenn du wieder so ein Dingeling bist.
Ich raste aus. Und? Ein Fisch! Ein Flying Fish! Geil! Warte mal. Kann man denn jetzt gucken? Options vielleicht unter M. To-Do-List. Gone Fishing. Was? 47 verschiedene Fische? Leute, das habt ihr mir nicht... 7. Das ist ja völlig krank. Alter, das ist ja... Also, ich habe gehört, dass das krass sein soll. Aber das ist ja... 7, dass die auch 47 verschiedene... Mann, und wieso... Ach, Mann! Ich habe schon 3 von diesen... Das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich hoffe, dass wir dafür wenigstens auch ein bisschen was bekommen. Weil das Coole wäre, dass wir uns, wenn wir ganz viel verschiedenen Fisch fangen, dass wir uns vielleicht auch, oh, dafür ein Haus kaufen können. Weil wer weiß, wie viel der Fisch gibt. Das wäre schon cool. Aber wenn ich jetzt, nee, ich fahre jetzt hier weg. Ich fahre jetzt mal ein bisschen in flacheres Gewässer. So, guck mal hier. So, Shallow Sea. Jetzt haben wir was. Okay. Okay. Komm schon, Paletto. Wir ziehen das Ding ran. Ich schaff's. Ey, wenn das jetzt wieder so ein Seaweed-Dingeling ist, dann verstehe ich nicht, was ich falsch mache. Also ich glaube auch nicht, dass es damit zu tun hängt, also zu tun hat, wie man jetzt hier irgendwas fängt, sondern das ist einfach nur vielleicht eine Glückssache. Aber 47 ist halt schon heftig. 47 verschiedene. Jetzt! Jawohl, ein Hering! Da ist das Ding, der Hering. Zack. So muss das sein. Achso, ich hab mich schon wieder gedreht. Junge, wie lang gibt's hier eigentlich so einen fetten Donner? Normalerweise würde ich wahrscheinlich mit dem Boot niemals... Also ich glaube, wenn's blitzt und so, ist, glaube ich, richtig gefährlich. Auf dem Wasser. Weil du bist ja da schon der höchste Punkt. Und der willst du ja im besten Falle überhaupt nicht sein. So, komm mal her, Fischi, Fischi, Fisch. Oh ja. Ein Seeurichin? Das ist ein Seeigel. Das Coole ist aber, guck mal. Map, To-Do-List, Gone Fishing. Ja, wir haben jetzt schon 5. Aber warte, der zählte nicht, dieser Seeigel. Warum zählt denn der Seeigel nicht? Das ist doch auch sozusagen... Zu was gehört der? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen so ähnlich ist. Vielleicht muss man dann auch irgendwann weiterfahren, wisst ihr? Um dann wieder einen neuen, frischen Fisch zu haben. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Schreibt mir gerne Tipps und Tricks zum Fischen. Gerade die Leute, die vielleicht schon diese Mega-Luxus-Yacht haben. Wie habt ihr das geschafft, Alter? Und? Mann! Warum finde ich denn hier immer nur Müll? Wir fahren jetzt einmal Sachen abgeben. Vielleicht können wir die ja trotzdem verkaufen. Ganz ehrlich, nein, du fällst jetzt nicht da raus. Weil vielleicht können wir dich verkaufen. So, wir fahren einfach hier volle Kanne vorne ran. Hallo! Ich hätte hier einen Fisch. Oh ja, für 7. Jetzt gucken wir mal, ob wir halt auch den Müll verkaufen können. Oh, das mit dem Jetpack ist schon praktisch. Gar nicht. Dafür kriege ich nichts. Hä, aber ich bin mir sicher, so ein Seeigel gibt normalerweise Geld. Als ob man sogar richtig das Ding hier... Und? Tada! Für 5 und... Den schmeiße ich dir trotzdem rein. Zack. Rein da. Aber die gelten dann schon als gefangen. Ich muss sie nicht irgendwo anders abgeben, oder? Ja, okay, sind immer... Aber dass wir gerade mal 5 von 47 haben, das ist schon geisteskrank. Hallo, guck mal. Du gibst mir... Ja, warte mal, aber du klaust mir das auch. Hallo, guten Tag. Was passiert denn? Ein Fisch, eine Krabbe. Ich kaufe jetzt die Krabbe für einen 5er. Ach, da kann ich die nicht mal abgeben. Okay, dann ist Krabbi... Krabbi, du bist mein Glücksbringer, okay? Komm her, Krabbi. Krabbi kommt hier. Krabbi sieht cool aus. Ach, Krabbi, Mann. Die Frage ist halt wirklich, wo kriege ich diese ganzen Fische her? So, guck mal, jetzt sind wir hier nochmal weit genug weg. Das ist jetzt ja hier gefühlt nochmal ein anderes Areal. Also, das wird halt einfach krank. Oder nicht? Also, wenn es dafür keinen Trick gibt, dauert das ja wirklich 4-5 Stunden. Weil mit dem Tempo, was wir jetzt zum Beispiel haben... Jetzt ein Kuckel. Kuckel? Map? To-Do-List? Kuckel? Ja! Die Nummer 6. Kuckel. Kuckel. Okay. Warte mal, jetzt. Ich teste mal, ob man dann vielleicht ein Stück weiterfahren muss. Ob das einen Effekt drauf hat. Wisst ihr, was ich meine? So, Stück gefahren. Und Wurf.
Oh ja, wir drehen uns auch ein bisschen. Ja, sehr gut. Schön ranziehen, das Ding. Da sieht es doch so aus, als wäre da was dran. Also wenn da jetzt... Ja. Ein Haddock. Was ist ein Haddock? Aber ich bin wieder weitergefahren und hatte wieder was dran. Vielleicht muss man das echt machen. Zack. Bisschen weiter. Oh, guck mal hier. Tropical Sea. Ah, okay. Sorry, tut mir leid, der musste raus. Der saß ein bisschen quer. Wenn ihr mich weiterhin rübsen sehen wollt, hört euch die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast an. Da rübsen German Let's Play und ich auch ganz gern. Alter, der geht weg. Krass. Den konnte ich gar nicht halten. Ja, gucken, der war heftig. Oha. Oh. Okay, fahren direkt weiter. Aber hier bei der Tropical Sea, da sollten wir definitiv bleiben, oder? So, ein Stück weiter gefahren. Zack, Alter. Wir haben was. Wir haben was. Schön ziehen. Oh ja, sehr gut. Nochmal. Oh, das ist ein Digger. Ich sage euch das. Das war's, Digger. Ach komm. Jetzt mal ohne Witz. Bitte. Außerdem regnet es hier die ganze Zeit nur. Erst Donner, jetzt Regen. So, komm schon. Wir sind wieder ein bisschen weiter. Zack, Alter. Ah, jetzt ist schon wieder Shallow Sea. Und nicht mehr dieses Tropische. Also tropisch ist ja schon das, was wir wollen, was wir brauchen. Na komm, das ist auch wieder was Dickes. Wirklich. Ich glaube, das ist was Dickes. Oh, ein Catfish. Ich glaube, ein Wels. Sagt man nicht Wels dazu? Ich glaube schon, Alter. So, jetzt machen wir mal den Test, ob man hier nochmal was Gutes bekommt. Oh, da ist nochmal wieder was dran. Oh, der ist auch nicht so leicht. Oh, komm. Jawohl. Zack. Komm, Junge. Ah, der kämpft. Oh, ein Karpfen. Ja, dann lass uns mal, jetzt fahren wir, die sichern wir mal. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Manchmal gibt es ja irgendwie random Explosions. Ab nach Hause. So, oh, ist es auch gerade Nacht? Oh, schon ein bisschen romantisch hier. Hallo. Guten Tag. Ich möchte gerne ein bisschen Fisch abgeben. Okay. Mal gucken, wie viel Kohle gibt das? Wir haben 5 und... Wow. Also muss man schon sagen, ist schon ein bisschen verarsche, wie wenig das gibt, oder? Weil das sind doch, ganz ehrlich, das sind doch teure Sachen. So, guck mal, jetzt hier aber. 10 und 15. Oha. Paletto. Oh, schön. Wo ist der? Oh, sogar Vollmond. So, wie viel haben wir jetzt? 8. Ey, 8, da muss es doch einen Trick geben. You can track which fish you've caught in the fish book. The fish book can be found in each of the 3 fishing hoods. Okay, warte mal, lass mal gucken. Wo ist hier so ein... Hier ist so ein fishing hood. Ah, ja, guck mal hier. Da. Interact. Fish found. Okay, total fish caught. 11 Fish haben wir gefangen. Ah, guck mal hier. Ah, es gibt noch ganz viel. Oh, Deep Sea ist ja krass. Tintenfisch, glaube ich. Schwertfisch. Tropical Sea. Im Korallen. Wo ist denn das Korallenriff? Ah, in den Docks. Das glaube ich so wie hier. Und dann noch Frisch. Aber wo ist denn Frischwasser? Eisfishing. Boah, aber da sind auch so Krabben, Alter. Okay, das ist schon heftig. Scheiße. Hallo. Oh, warte. Get in the fishing boat, travel to area marked on the map, use fishing rod. Das mache ich. Jetzt kriege ich noch extra Kohle. Ja, aber wo ist die Fishing? Warte mal, muss ich... Ah, nee. Da oben hat er die eingezeichnet. So, Krabi, komm mit. Aber was ich gerade gesehen habe, guck mal, was ist das da unten? Seht ihr das? Was ist das für eine Insel? Aber egal, wir haben einen Job zu erledigen. Also Leute, wir fassen nochmal zusammen. Wenn ihr selber die super geile Mega-Yacht haben wollt, dann müsst ihr einfach nur diese ganzen Fische fangen in den, glaube ich, 5 verschiedenen Areas. Das ist halt eine unfassbar krasse Aufgabe. Man darf aber auch nicht vergessen, man bekommt was unfassbar Krasses. Also diese Yacht, ich habe mal ein Bild davon gesehen, die ist schon derbe heftig. Okay, hier sind wir jetzt am Start. Und dann würde ich doch mal sagen, Line los. Ist wieder Shallow Sea. Ist nicht Tropical. Aber wir könnten, glaube ich, ein bisschen mehr hier an das tropische Ding ran. Dann haben wir da auch ein bisschen tropisch. Weil man müsste mal gucken, weil ich glaube, Shallow Sea haben wir die meisten schon.
Und Tropical ist, glaube ich, noch nicht so krass am Start. Ja, dann lass da im besten Falle mal ein bisschen näher ran. Oh ja, der ist aber auch gut am Kämpfen hier. Der ist gut am Kämpfen. Aber Paletto gibt nicht auf. Paletto gibt nicht auf hier. Komm her, Junge, wir schnappen dich. Jawoll! Eine Sardine! So, warte mal, ich fahre jetzt mal hier schön nah dran. Das muss doch hier tropisch sein jetzt. Nee, wieder Shallow Sea. Komisch. Dabei sind wir echt nah dran. Okay, komm schon. Vielleicht müssen wir gleich nochmal ein Stück weiterfahren. Obwohl das Ding kämpft. Das Ding ist am Kämpfen. Ist nicht einfach. Und ich glaube auch, je mehr das am Kämpfen ist, umso eher ist da was Krasses dran. Und der kämpft, der kämpft, der kämpft! Jawohl, noch eine Sardine! Alter, hier gibt es die dicken Sardinen. Wir können noch ein bisschen weiter nach oben fahren. Oder findet man hier nur Sardinen? Das könnte natürlich auch sein. Aber das wäre ja an sich, gibt Schlimmeres, glaube ich. Weil da müssen wir nur noch 3 Stück fangen. Na komm, du kleine Sardine. Ich habe, glaube ich, auch schon mal eine Sardine gegessen. Die sind ganz lecker. Die sind auch manchmal, oder sind das Sardellen? Nee, ich weiß es nicht. Aber in so kleinen... Oh! Ah, Karpfen haben wir schon. Schade. Ich werde es jetzt einfach nochmal hier probieren. Aber jetzt brauchen wir nur noch 2. Eieiei. Okay, komm ran, Brudi. Schaffen wir. Komm her. Jawollo. Oh ja, komm her. Eine Haddock. Haddock hatten wir auch schon. Aber warte mal. Es ist auffällig. Warte mal. Ich probiere es mal aus. Dass man hier eigentlich fast immer einen Fisch dran hatte. Oder weil wir hatten bis dato, weil dann wäre es eigentlich, glaube ich, das Schlauste, immer diese Aufträge zu machen, weil man immer die Fische bekommt. Weil hier hast du ja scheinbar immer die Garantie, wenn du in dieser Fischregion bist. Ah, okay. Ah, oh, Mann, ich dachte, ich hätte das System gedribbelt. Gut, dann müssen wir vielleicht noch einen Tick weiter. Weil das wäre natürlich schon einfach was, weil die Aufgabe, finde ich, ist krass. Also dagegen war ja gefühlt dieses Caveman-Ding. Das habe ich mir auch ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht hier auch einen Trick gibt. Weil man müsste jetzt ja mindestens 150 Fische fangen, bis... Mann! Bis da mal was Geiles ist. Macht es auch einen Unterschied, wie weit man das Ding wegwirft? Junge, ich fühle mich hier, als wenn ich jedes Mal so eine komische Lootbox aufmache. Oder ein FIFA-Pack und jedes Mal ist nur Müll drin. Obwohl nicht, was heißt nicht jedes Mal, aber es ist schon krass. Ist auf jeden Fall kein Toti drin. Na komm. Bitte. Junge, warum macht er denn jetzt diesen? Okay, andere Richtung. Ja. Ich mache schon nach rechts. Ich mache nach rechts. Jetzt geht er wieder nach links. Hallo? Nein, ich verliere ihn gleich. Okay, ich ziehe nochmal. Oh, jetzt haben wir ihn gut gezogen. Jetzt nach rechts. Ah, die rechte Seite ist... Oh ja. Wieder nach links. Nach links. Komm schon, Maus. Ey, wenn da jetzt so ein komischer Mülleimer drin ist, dann raste ich hier aus. Nee, es ist ein Karpfen. So, wir haben's. Deliver Fish, 5 Fish to the Fish Pen. Easy going. Unser Boot ist schon so richtig vermüllt. Nochmal eine Frage. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr diese Yacht schon habt, wie lange hat es bei euch gedauert? So, warte mal, jetzt müssen wir die Fischis. Fischi. Nee, nicht den Fischi, die Fischis. So, einmal die beiden. Kriegt man noch extra. Nee, dafür kriegt man. Okay, man kriegt nur insgesamt Geld. Ist die Frage, was sich dann am Ende des Tages mehr lohnt. Aber ich glaube, das waren jetzt alles nicht so teure Fische. Okay, und zack, ein Fisch noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon so 75 gibt. 54? Wow. Na, 44 ist gar nicht so wenig. Aber es hat schon relativ lang gedauert, wenn man das mal vergleicht mit dem Job, wo man nur so Zeitung austragen muss, ist das schon heftig. Ich guck jetzt nochmal. Guck mal, hier sind... Kann man da unten hin? Zu diesen Booten? Und hier ist ja auch noch eine... Hier unten ist eine Insel. Junge, da war ich noch nie bei dieser Insel. So, wir gucken jetzt nochmal hier rein. Wir haben... Immer... Ey, 8 von 47! Bitte, Leute, ihr müsst mir helfen. Gibt es Tricks? Sagt mir Bescheid. Aber, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit einer kleinen Folge von Wobbly Life. Und ich denke, wir werden das einfach so machen, dass wir versuchen, das entweder dann nochmal in einer Folge zu machen
oder es auf, ja, immer so in den Folgen als kleine Nebenaufgabe, dass man probiert, sagen wir mal, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, was es noch für Fortbewegungsmittel und Autos es gibt, die wir brauchen, dass man das irgendwie noch so reinquetscht, wisst ihr? Aber Leute, ey, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein, schaut wie immer gerne auf Paluten.chat vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen, haut rein. Ciao, ciao.